Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal eine kleine Runde Thronefall. Und zwar ist es ein kleines, süßes Spiel, in dem wir diesen kleinen Mann auf diesem kleinen Pferd spielen. Und wir müssen unser Königreich verteidigen und groß machen. Als allererstes Mal sehen wir vorne schon ein paar Gegner. Die greift unser kleiner König natürlich ganz automatisch an. Zum Glück, wir müssen rein gar nichts machen, außer vielleicht unser Pferd zu steuern. Und in der Zeit kann er mit seinem Bogen hier ein wenig Schaden anrichten. Und ihr seht, unten rechts haben wir bereits 3 Gold in unserer Schatzkiste gesammelt. Das wird uns noch bald nützlich sein. Und zwar ganz genau auf dieser Fläche hier, denn für 3 Gold können wir uns jetzt unsere Burg kaufen. Und dies ist jetzt unser kleines Hauptquartier, denn indem wir Leertaste gedrückt halten, startet auch schon die erste Nacht. Und Gegnerwellen rollen hier an, die wir hier natürlich aufhalten müssen. Erstmal sollen wir 3 Gegner mit unserem Fernkampfangriff hier besiegen. Ach nee, mit unserem Nahkampfangriff. Holla, so, zack. Ah, okay. Mit einem kleinen Cooldown, also mit einer kleinen Wartezeit, können wir hier massiven Schaden mit unserem Schwert anrichten. Und so auch Gegner besiegen. Okay, dann räumen wir jetzt noch den Rest der Welle auf. So wie uns das Spiel das mitteilt. Und dann haben wir die erste Nacht geschafft. Wir haben inzwischen jetzt schon 6 Gold gesammelt und die investieren wir jetzt hier hinten. Und zwar in Einwohnerhäuser. Die geben uns nämlich dann nach einer Nacht jeweils auch nochmal ein Goldstück. Das heißt, das Gold rentiert sich schon nach 3 Nächten. Also sogar schon nach 2. Und ab der 3. Nacht haben wir sogar schon mehr Gold. Und jetzt starten wir die nächste Nacht, denn wir wollen natürlich mehr Gold haben. Wir versuchen hier die Gegner so schnell wie möglich unter Kontrolle zu bekommen, damit wir mehr Gold bekommen. Und wie ihr sehen könnt, durch unsere Häuser haben wir jetzt bereits 6 Gold. So funktioniert das Ganze. Und wir schauen mal, was wir uns davon holen können. Zum Beispiel hier oben einen Verteidigungsturm. Und das Ganze können wir hier unten auch nochmal machen. Dann haben wir schon 2 Verteidigungstürme, die uns beim Verteidigen unserer Basis unterstützen. Die Gegner haben am Anfang auch wirklich noch nicht so viele Chancen, hier überhaupt irgendwas zu machen. Ihr seht, die Türme schießen auf die Gegner. Ich kann hier ein bisschen rumreiten und immer mal wieder rein und ein bisschen Schaden machen. Am Anfang kriegt man das alles noch gut hin, aber ich kann euch versprechen, spätestens ab dem 2. Level wird es dann wirklich hart. Aber immerhin haben wir jetzt schon 7 Gold gesammelt, die investieren wir in unsere Hauptburg und können uns jetzt ein Upgrade holen. Entweder das königliche Training, wobei unser Charakter 75% mehr Leben und 75% mehr Angriffsstärke bekommt, oder die Baumeistergilde, wo wir jeden Morgen ein Stufe 1 Haus auf Stufe 2 automatisch verbessert bekommen und mein Held 50% mehr Leben bekommt. Ich gehe auf jeden Fall auf das königliche Training, denn wenn ich mehr Schaden mache, können wir auch die Nächte schneller besiegen und ihr seht, jetzt kann ich mit einem einzigen Bogenschuss jeweils einen Gegner besiegen und das ist nun wirklich sehr, sehr stark. Jetzt geht es alles viel, viel schneller. Unsere Verteidigungstürme helfen ja auch immer gut mit. Ihr seht, die machen vielleicht jetzt nicht so einen großen Unterschied, aber sie sind immerhin recht nützlich. Und da unsere Burg jetzt inzwischen ja Stufe 2 ist, können wir auch unsere Häuser auf Stufe 2 verbessern. Das heißt, wir bekommen dann pro Nacht sogar 2 Gold aus den Häusern raus, können hier hinten sogar noch ein 4. Haus errichten und dann starten wir auch schon die nächste Nacht, in der neue Gegnerwellen anrollen. Okay, langsam werden es echt viele. Also man muss sich hier schon ein bisschen überlegen, wie man es macht. Aber zum Glück habe ich ja das Upgrade genommen, dass ich mehr Schaden mache. Deswegen kann ich das ja alles noch gut ganz alleine hinbekommen. Sobald die Gegner dann hier hochkommen, dann wird es kritisch. Und mit 14 Gold verbessern wir nochmal ein Haus. Kaufen hier hinten noch ein Haus. Verbessern dieses Haus. Oh Gott, ganz schön viele Häuser. Eine Windmühle hier hinten kann auch nicht schaden. Die können wir sogar direkt auf Stufe 2 verbessern und sogar noch ein kleines Feld daneben packen. Das gibt uns auch alles ziemlich viel Gold. Dadurch steigt nicht nur unsere Goldproduktion, sondern das ist natürlich auch eine kleine Barriere, die die Gegner erst zerstören müssen, bevor sie sich unserer Burg widmen. Und wir sehen hier unten schon einen neuen Gegnertyp, den sogenannten Paladin, so nenne ich ihn jetzt mal. Das sind etwas stärkere Gegner. Die haben mehr Leben, machen ein bisschen mehr Schaden, sind gleich schnell, genauso wie die anderen Gegner. Und wenn man von denen schon einen ganzen Haufen vorgesetzt bekommt, dann kann man da schon einige Probleme bekommen. Aber bis jetzt läuft alles noch in Ordnung. Wir kaufen uns jetzt eine sogenannte Kaserne. Und hier können wir jetzt verschiedene Truppen ausbilden, wie zum Beispiel Ritter, die sind recht vielseitig. Speerkämpfer, die sind schnell, aber haben weniger Leben und sind schlecht gegen Fernkampfeinheiten. Und die Morgensternkrieger, die können gleichzeitig alle Feinde in einem Kreis herum angreifen. Und die nehmen wir. Das klingt doch ziemlich stark. Wir können auch direkt auf Stufe 2 verbessern. Da haben wir noch viel mehr. Das ist schon cool. Wir können hier hinten auch noch einen Turm hinstellen. Hier vorne noch ein Haus kaufen. Das auch auf Stufe 2 verbessern. Was kommt hier hinten hin? Noch ein Haus. Okay, jetzt ist wirklich, oh Gott, okay. Dafür haben wir kein Gold mehr. Das Haus muss erstmal Stufe 1 bleiben. Aber wir können diese
Ne, warte, wie ging das? Ah, so. Wir können die Morgensternleute erstmal mitnehmen. Die stellen wir dann direkt hier unten hin, dass sie direkt mit uns die Gegner bekämpfen können. Und wir sehen, 10 Bogenschützen kommen jetzt sogar bei dieser Welle. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Fernkämpfer, deswegen wären die Speerkämpfer vielleicht nicht die beste Wahl gewesen. Wir starten einfach mal und gucken, was passiert. Okay, unsere Morgensternkämpfer sind ja sowas von stark. Oh Gott! Die stehen ja einfach drin und drehen sich durchgängig. Das ist cool. Okay, die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Wir konnten die Welle fast schon direkt am Anfang besiegen. Nur, also jetzt, guck mal, wie wenig jetzt noch übrig sind. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Morgensternkämpfer, die müssen wir in der nächsten Runde auch wieder dahin stellen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt können wir auch noch wieder ein paar Felder um unsere Windmühle kaufen, da wir inzwischen 25 Gold in einer einzigen Nacht haben. Das erhöht sich ja dadurch, dass wir ja so viele Farmen und Häuser haben. Und wir können unsere Türme dadurch auch noch verbessern. Die bekommen, warte, was? Ja, genau, die bekommen dadurch ein paar mehr Leben, nicht nur ein paar, sogar mehr als doppelt so viele Leben. Und machen leider nicht mehr Schaden. Aber das ist uns erstmal egal. Wir können hier unten noch, sehe ich, dort wo dieser kleine Baumstumpf ist, glaube ich, ist das, ein Tor errichten. Und upgraden können wir es nicht. Okay, wir haben alle Upgrades geholt, soweit ich das erkennen kann. Und wir nehmen unsere Truppen und bringen sie nochmal hier hinten hin. In der nächsten Nacht kommen 4 von diesen starken Gegnern. Aber ich glaube, das schaffen wir locker. Ich starte die Nacht schon mal. Meine Morgensternkämpfer kommen hin. Okay, das sind nochmal stärkere Gegner. Oh Gott, ich hab sogar recht wenig Leben. Die machen richtig guten Schaden tatsächlich. Schaut euch das an. Okay, zum Glück regeneriere ich auch ein wenig. Aber allein um einen davon zu besiegen, muss ich hier wirklich ganz schön draufklöppeln. Und auch meine Türme müssen durchgängig draufschießen. Meine Morgensternkämpfer halten sie ein bisschen auf. Konnten auch schon gut Schaden an ihnen hier erreichen. Ja, okay, das schaffen wir. Ich glaube, ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Wir haben schon 2 von 4 besiegt und die anderen haben auch noch die Hälfte ihrer Leben. Das haben wir geschafft, glaube ich. Ja, wir haben es. Nur noch einer übrig. Alle können sich auf ihn draufstürzen. Sehr schön. Das war jetzt die erste Welt. Wenn ihr noch die zweite Welt sehen wollt, dann lasst doch jetzt ein Like da, abonniert diesen Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich hier Gegnerwellen ohne Ende besiege und meine Burg verbessere. Bis zum nächsten Mal. Ciao.